Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind immer noch hier in den Slums von Sektor 7 und ich stehe ja gerade voll dämlich von so einem Müllberg. Und ja, ich glaube, ich habe irgendwie herausgefunden, wo wir die letzten Katzen finden können. Ich habe endlich diesen Ort gefunden, wo diese Katzen hier waren, glaube ich. Und das war genau hier. Ja, im letzten Part habe ich übrigens auch Johnny hier davor gerettet, von Shinra auseinandergefetzt zu werden. Und ja. Dann sind nur noch zwei Sachen übrig. Und ja, gucken wir mal. Mit der kann ich reden. Was los? Diese Katzenbande, die hat mein Brot aufgefressen und sich dann dort drin versteckt. Könntet ihr diese frechen Fellnasen einfangen? Ja, kein Ding. Ich nehme an, hier finden wir die letzte Katze, ne? Sonst wüsste ich jetzt nicht, wo wir hinmessen. Ich habe mich schon überall hier umgeschaut. Und hey. Fass an, los. Nein, okay. Ist das nervig? Erstmal gegen die andere Katze gerannt. Ja. Wie du gibst auf? Ich dachte, die gehen jetzt alle zurück zu den Dings. Karte sind leider alle entwischt. Entschuldige dich bei. Ich dachte, die werden alle zurückgekehrt. Sie sind alle weggelaufen. Dann. Kommen sie nicht mehr zurück? Ja, genau, das habe ich mir vorgestellt. Alle drei. Die eine Katze ist voll nach vorne gerutscht. Mann weggelaufen. Danke. Jungfernkuss und als irgendwie nicht so gebracht TP und MP. Über den Alleskönner, der jeden Job packt. Richtig beweisen musste ich mich allerdings noch nicht. Wenn wir auf den Arm nehmen. Unterfordert, was? Was mit diesen einen Hund, gegen den ich gekämpft hatte, uns beinahe fertig gemacht hatte. Hast du sie eigentlich noch alle? Okay, hier geht die Story weiter, ne? Mit dem blauen Ausrufezeichen. Das heißt, wir gehen als nächstes hier in Ungeziefer, eine Fabrik. Gehen wir mal dahin, ne? Das dann die letzte Quest, die wir machen können. Ich soll vielleicht mal nachgucken hier. Kampfberichte. Was genau muss ich alles noch machen? Wende Spezialfertigkeiten bei Gegnern in Schockzustand und lade insgesamt 10-mal in eine Einheit der ATB-Leiste auf. Okay. Analyse zum Schockphänomen. 15 Arten von Gegnern in Schockzustand. Das sind so Sachen, die werden wir schon im Laufe der Zeit hier alles hier erledigen, ne? Und ja, dann gehen wir mal zum Ungezieferbewältigungs Job. Neben Quest ist schon, was ich meine, ne? Und boah, Entschuldigung, ich werde voll aufgestoßen. Ach, bis mal da rein. Da rein müssen wir, ne? Tut mir leid. Das ist zwecklos. Dreht um. Die Fabrik ist gesperrt. Da treiben sich Schimmer rum. Obwohl, Moment. Du bist sehr tiefer. Seid ihr die Hilfe, die die Zentrale uns versprochen hat? Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Die Schimmer, ihr seid herzlich willkommen hier drin zu sterben. An zwei Stellen. Merz sie aus, okay? Ja, das nur hoffen, dass das jetzt nicht wieder super powerte Gegner sind, ne? So, hier waren wir noch nicht. Lass mal sehen. Oh, warte mal, ich muss mal lauter machen. Hat das Lied den ich hörte sich jetzt nicht so an. So, warte mal, zwei Wege gibt es hier, alles klar, dann gehen wir erstmal da lang. So, da sehe ich jetzt eine Materie, kann ich mal nicht hin. Ein bekanntes Lied. Ich würde mir vorstellen, da kommen eigentlich nur bekannte Lieder vor in dem Spiel, ne? Ist ja ein Remake halt, ne? Müssen eigentlich nur bekannte Lieder ja sein. Manchmal bin ich nicht sicher, aber vielleicht höre ich die auch nicht richtig raus. Ja, da sind Viecher. So. Da komme ich nicht hin.
Okay, ihr seid. Na, erstmal euch erkunden. Ne, nicht Magie. Analyse. Allesfresser sind alles Allesfresser. Weiß nicht, ob ich euch schon wirksam Eis und Magie. Nehme ich mal an, weil dieser Zauber startet, ne? Da! Hilfe! Hilfe! Tifa, hilf mir! Ah! Na, ich bin vergiftet, glaube ich, ne? Ich habe so Blubberblasen gesehen. Tifa. Eis. Ich weiß gar nicht, ist das irgendwie so ein Flächenangriff auch? Mehrere Gegner da sind. Oh, ich dachte, du wärst geschockt. Oh, Zauberlehrling. Schwertsturm. So macht man das. So. Heilen. Weil wir sind gerade außerhalb des Kampfes, ne? Da können wir komischerweise ohne ATB heilen. Nope. Heiltrank. So. Boah, ich muss gerade hier die ganze Zeit aufstoßen, ne? Ekelhaft. Oh, da kommen wir zu diesem einen Ort hin, wo die Materie war. So, was haben wir hier alles? Sehe ich, kann ich irgendwie. Nein. Wird schon gehen irgendwie. Eine kommen und die sind weg. Ich glaube, ich hätte erst die Quest machen sollen. Dann kann ich dich irgendwie erreichen mit irgendeinem Angriff. Kann ich dich hiermit erreichen? Na, Wutangriff. Ja, finde ich auch. Du hast gesagt, schon gewonnen. Ich habe schön gewonnen, verstanden. So. Bing. Ja, jetzt komme ich da an die Materie, ne? Ja, grüne Materie, das ist Magie, glaube ich, ne? Was haben wir da? Glut. Soll ich mir vielleicht mal Phönix wählen? Ich habe immer noch 3, okay. So, heilen brauche ich, glaube ich, nicht, ne? Nö. Na gut. Gehen wir mal hier lang. Nicht kaputt, okay. Wo komme ich hier hin? Da ist noch so ein Schalter, glaube ich. Ihr seid neu. Oh, ihr seid die Viecher, die ich erledigen muss, ne? Boom. Nichts überstürzt. Geil. Nein. Erstmal Cloud. Erstmal erkunden. Windbarriere, was? Wirksam. Ich nehme an, das soll Wind sein. Kann ich den anderen angreifen, aber okay. Gibt es anfällig gegen normale Angriffe? Dann glaube ich mal normal an. Komm her! Auch so ein bisschen in der Luft sicher? Ich glaube ja. So, und dann setzen wir mal harten Tritt ein. Boom. Ja, genau, das muss ich machen. Ich muss sie schocken und dann Spezialangriff einsetzen. Ne? Oh, wie kann man nochmal anvisieren? Ja, 3. Die Kamera, die ist manchmal so komisch. Boom. In die Fresse. Okay. Ja, ich komme mit. ich meine. Na, mach auf. Okay, aber hier. Ganze Dungeon haben wir hier. So, bin ich jetzt schon hingegangen. Überall, ne? Ja, ist auf den Raum hier.
weil ich aber noch irgendwie aufkriegen. Na gut. Ah, nee. Ich dachte, da wäre wieder was Blaues am Liegen. Dann sind wir hier. Hier komme ich wieder zurück, ne? Und da sind schon wieder so Viecher. Die respawnt, oder? Los, kleine Fische. So, wir sind einfach respawnt, ne? Verdammt! Da, ausweichen blocken. Kann man sich da irgendwie... Du! Dreck. Wie habe ich den... Wie habe ich den Bildschirm verfehlt? Sind nur mit einer Kombo weg, ey. Denn als gerade gemacht voll gechantet so. Oh, ich glaube, ich bin ja einfach nur zurückgelaufen, ne? So. Gut ist, dass ich nur Vita habe, das heißt, ich kann unmöglich für irgendwas anderes hier meine MP verbrauchen oder TP, ne? Ne, MP stimmt, das heißt die MP. Ey, was machst du denn hier? Hier wechseln wir mal zu tiefer. Irgendwie hat die irgendwie mehr gemacht mit ihren Angriffen. So, für... Ah, daneben. Entfesselung. Und nochmal. Entfesselung. Naja, wir voll daneben gehauen. Ja, auch voll daneben. Aha. Schockanfällig. Soweit für diesen Schocker. Ja. Keine große Sache. Nein, ich will mich hier noch erkunden. Umsehen, meine ich. Dann zeig mal. So, warte mal hier. Eine Truhe. Was machen die hier? Beruhigungsmittel. Das ist, glaube ich, das Gegenteil von Hyper, weil ich letztens bekommen habe, ne? Sorgt dafür, dass ich weniger Schaden nehme, aber meine Limitanzeige tut sich langsamer auffüllen, glaube ich. So, wie komme ich denn jetzt an diese verschlossene Tür ran? Beziehungsweise was dahinter ist. Ich bin doch schon über hier durchgegangen gerade, ne? Pfeiler. Warum bist du immer in meinem Weg, Pfeiler? Ist hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel oder so, den ich verpasst habe? Da gibt mir irgendjemand hier einen Schlüssel nach der Quest. Schau mich hier lieber noch mal um, wo ich jetzt so eifrig irgendwie rausgehe. Das sieht nicht so aus, als wäre hier was. Dann weiß ich nicht, wie man diese eine Tür aufmacht. Zwecklos. Wie kommt man denn da hin? Ist ja irgendwie kein anderer Weg, der da reinführt, ne? Keine Ahnung. Ich meine, ich krieg den Schlüssel dann noch, hoffentlich. Sonst wäre ich echt traurig, wenn ich das nicht aufmachen kann. Frontalangriff. Ja. Eigentlich nur normal angreifen, dann sind die schon weg, habe ich so Gefühl. Da komme ich nicht ran. Warum machst du jetzt nicht so einen Sprungangriff? Komm runter.
Boom. Das war abzusehen. Ja, voll der krasse Angriff, ey. Ich hau den in die Luft und schlitz dann noch mal hinterher, ey. Kannst ja gar nichts gegen machen, ey. So, ich habe keine Ahnung, wo dieser Schlüssel ist. Ist der hier irgendwo? Kann ich mir den kaufen? Nö. Alles klar. Ich bin eigentlich wieder zurück zum Eingang. Ich will gar nicht hier hin. Gehen wir mal da lang. So, wenn ich jetzt nicht neuen Schlüssel kriege, dann heißt das, wir machen jetzt gleich mit der Story weiter, ne? Oder? Oh, kann ich auch vom Gegner wegrennen, ja? Ich habe jetzt keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Auf der Flucht. So, wo bin ich? Ja, perfekt. Alles klar, bis auf diesen einen Raum haben wir eigentlich alles erledigt. Dann gibt alles. Haben wir schon. Na, muss ich nicht mit dir? Okay. Muss ich mit dem Auftraggeber hier sprechen, nehme ich an, ne? Ich würde von Evelyn schon gerne. Autsch. Wie von der Dann. Lass mal sehen. Was wir hierfür bekommen. Upsala. Voll lang ging also. Ey, passt doch auf, Alter. Warum kann ich mit dir noch reden? Ich habe gehört, du hast dich um die Rattenplage hinter der Piepengasse gekümmert. Ja. Ich habe dir den Auftrag zwar nicht gegeben, aber im Namen aller hier möchte ich mich bei dir bedanken. Okay, mit Dreieck, Mann. Gespräch ist skippen. Okay, gib mir einen Schlüssel. Die Flugechsen erlegt? Besten Dank auch. Das wird meine Schrottsammler sicher freuen. Sieht ja ganz so aus, als hättest du ein Händchen für diese Söldnergeschichte. Ich habe in den Slums schon so einiges gesehen. Glaub mir, ich habe ein Gespür für sowas. Begib dich am besten mal zum Platz vor dem Pfeiler. Man munkelt, dass irgendwo dort ein grässliches Ungetüm rumschwirrt. Du bist doch Experte für sowas, oder? Schon. Du willst mir also sagen, ich soll nochmal da zurückgehen. Wenn du deinen Weg beschreitest. Und dann, blick zurück. Die Aussicht wird eine ganz andere sein. Also hau rein, Mann. Mein Angebot ändert sich. Also rein an, Mann. Was? Schon hau rein an, Mann. So, Geld. Besuch vom Friedhof. Also geht's ja immer noch weiter. Pfeiler, warum kommst du mir? Der. Da soll ich hin dann, okay. Willkommen! Mein Sortiment ändert sich je nachdem, wie die Lage gerade so ist. Ja, okay, wir brauchen nicht so nah aneinander. Hey, willst du was kaufen, Alter? Ja. Warst du schon am Pfeiler? Falls nicht, dann. Nein, geh weg, wir sind zu nah. In solchen Zeiten dürfen wir nicht so nah aneinander sein. Ihr wisst schon. Okay, gut, dann gehen wir noch mal dahin. Wir haben jetzt wahrscheinlich voll der fett krasse Boss auf uns und so, ne, der uns jetzt voll fistet. Den Boden mit auf, mit uns aus, mit den, boah, der mit uns den Boden aufwischt. So. Es tut mir leid, dafür sind wir nicht zuständig. Sei gefälligst mehr Rückgrat. Jawohl. Verschwindet auf der Stelle oder ihr werdet verhaftet. Wir lassen uns hier nicht drohen. Hi. Hey, Tifa, hör dir das mal an. Vom Eisenbahnfriedhof ist ein großer Schimmer hierher geflogen. Aber diese Flaschen von Shinra krümmen keinen Finger. Sieh mal an. Bist du der mit deinem Mund los, Könner? Dann musst du uns unbedingt helfen. Der Schimmer befindet sich hinter der alten Fabrik. Um dorthin zu kommen, braucht man einen speziellen Schlüssel. Die Bürgerwehr hat ihn in einer Holzkiste in der Nähe der Tür versteckt. Einfach alles zertrümmern. Okay. Mach einfach alles kaputt, Alter. Ja. So.
Den Schlüssel für die verschlossene Tür hat die Bürgerwehr in einer Holzkiste ganz in der Nähe der Tür versteckt. Ich habe doch schon da alles kaputt gemacht. Ich habe nichts gefunden, Alter. Alter. Ich bin nicht dein alter Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel, mein Freund. Er ist nicht dein Freund, Alter. Ich bin nicht dein Alter. So, lass mich raten. Nein, okay. So. Hey Leute, ich bin schon wieder hier. Oh. Cool, wenn ich die einmal anvisiert habe. Ich wollte eigentlich die Karte aufrufen, aber ich war ja im Kampf, also. Ah. Nicht anfassen. Aua, der eine spuckt mich einfach an. Und nur weil ich gerade den Kampf hier geflohen bin, macht er jetzt so ein. Ja. Ich spreche von der Annahme, dass mein Vergiftungszustand einfach verschwindet nach dem Kampf. So wie in allen anderen neuen Final Fantasy Spielen. Ich glaube ja, ne? So, ich bin schon wieder hier. Was geht? Phönix wieder, cool. Warum ist die Kamera auf einmal so? Schon tot. Das war ein gutes Training. So. Schlüssel sollen in der Nähe von einigen Kisten sein, angeblich, ne? Verschlossen. Ich habe da ja schon alles kaputt gemacht. Das hätte ich mir eigentlich schon sparen können. Ne? Okay, dann greife ihm die an. So gut. Nein. Ach, bei Stufenaufstieg kriegen wir WP Waffenpunkte. Ah. Das macht Sinn. Gut. Ich jetzt für jede Waffe welche bekommen? Ich glaube ja, ne? Na gut, dann lass mal zeigen, was ich hier noch machen kann. Oh, guck mal, da ist was dazu gekommen. Da kann ich aber irgendwie nicht hin, habe ich so Gefühl, oder? Doch. Physische Attacke, magische Attacke. Da brauche ich jetzt aber 6. Ja, natürlich physische Attacke erstmal. Okay, cool. Weiß auch nicht, warum ich diese Stufe jetzt gerade freigeschaltet habe, aber warum nicht? Diese Attacke natürlich, ne? Nicht irgendwie ein Final Fantasy 13, da muss man auch irgendwie so Kristalle irgendwie aktivieren auf so eine Art Brett, sag ich mal. Oh Gott, lass nicht mal Final Fantasy 13 reden, bitte nicht. Es ist nie gut, über Final Fantasy 13 zu reden. Da haben wir das alles klar. Hast du ihn? Ja. Ja. Mein Schwert hat ihn aufgehoben. Ja, und da wartet jetzt voll das fettkrasse Viech, ne? Pass auf. Ich heim mich mal. Oh ja, ich habe mehr AP, weil ich aufgelevelt bin. Oh, ehrlich, ihr seid schon wieder hier. Das war mir nicht ausgewichen, ja. Ey, einen Moment. Du bist neu. Glaube ich. Da war gerade ein neues Viech. Das ist auch schon tot. Dreck. Wer Ratte? Okay, dann gucken wir mal. Oh Gott, was ist das denn? Hi. Erstmal direkt da hochgehen. Ich weiß nicht, was du bist. Ich greife dich einfach mal an. So, Analyse. So, Analyse. Wirksam ist Wind, glaube ich. Keine Ahnung.
Und ich überhaupt schon, ich glaube, ich habe gehört, ne? Ja. Den habe ich gegeben, habt ihr gesehen? Ah. So, dann haben wir mal hier eine Fesselung wieder. Dann warte ich, bis der am Boden landet, damit ich auch den treffen kann. Aua. Da geh mal am Boden. Hey, die Finger, die Viecher kenne ich sogar. Das ist im Original. Okay. So, jetzt kommt. Boom. Zack. Den gesehen. Eisaura, was? Oh, ich hatte irgendwie Eis an mich. An mich dran. Oh, ich habe ja auch so, ne? Oh, ich muss mir mal angewöhnen, so zu kämpfen. Aua! Na, was zum... Warum kriege ich jetzt nur auf die Fresse? Nein, auf mich bitte. Denn weg bist du. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Nein, ich möchte noch hier gucken. Hm. Wir waren nur so Boxen, ne? Vielleicht habe ich ja Glück und so eine Berat taucht jetzt hier wieder auf. So, wie komme ich? Da komme ich wieder zu. Okay, ja. Ich habe mir halt gemerkt, ich muss hier so rumlaufen und da muss ich hier so runter. Dann, oh Gott, da sind schon wieder neue Viecher. Komm her und Schlitz. Nein, wollte mich schon wieder anspringen, ne? Alle wollen so Cloud anspringen, weil er so smexy ist. Beide getroffen. Das war abzusehen. Oh, Materia Chakra hat die nächste Stufe erreicht. Zeig mal. Chakra. Chakra. Ja, das habe ich eigentlich noch nie eingesetzt, ne? Wie ist bei dir eigentlich aus so? Weil wenn ich keine Erfahrung zum komme mehr mit den Materien, dann will ich die nicht mal ausgerüstet haben. Jetzt ist das verschwendete ja, verschwendete Erfahrung. Und das ist das, weil ich am allermeisten hasse, wenn man Erfahrungspunkte ja verschwendet. Das geht nicht. Davon kriege ich einen Tumor. Hi. Willkommen zurück. Du hast es also geschafft. Alle Achtung. Bist ja wirklich ein wahrer Tausendsasser. Ganz anders als diese großschnäuzigen Gardisten. Du solltest den Wachdienst übernehmen. Die Gardisten haben nun mal Vorschriften, an die sie gebunden sind. Das ist doch wohl eher eine Frage des Charakters. Man braucht auch Leute, die Befehle befolgen. War ja klar. Hab schon gehört, dass du mal bei Shinra warst. Ist wohl zwecklos, mit jemandem wie dir zu diskutieren. Ich liebe dieses Viertel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dann werde ich es wohl beschützen müssen. Wart's nur ab. Ich trainiere und schon bald bin ich stärker als du. Ach was. Und dann werde ich alle essen mit meinen Riesenkiefer. Gut gemacht. Du hast hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Dein Ruf als Alleskönner könnte nicht besser sein. Ja, stimmt, kommt mir aber auch bekannt vor. Das verdanke ich dir. Schön, dass du das einsiehst. Meine Bezahlung für heute hole ich mir also im Laden ab. Genau. Aber willst du nicht vorher erstmal auf dein Zimmer? Ruh dich etwas aus. Die Regeln des Slums. Und zwar deren erste, genau. Los, gehen wir. Okay. Ein Moment zu zweit, Nebenstory, okay. Also hast du mir gerade so angedeutet, dass ich mich mal kurz ausruhen soll oder so. So, Sternreif, der ist neu, ne?
der die Handhabung von Materie erleichtern soll. Er gibt mir sehr viel weniger Werte, dafür mehr Materie. Nee, will ich gerade nicht. Wollte eigentlich vielleicht besser werden, ne? Mehr Materie aufleveln und so, ne? Wo ist denn mein Zimmer noch mal? Gut, dann gehen wir erstmal zurück in mein Zimmer. Also beziehungsweise gehen wir schon mal erstmal dahin und im nächsten Part um uns dann da mal aus und dann passiert da wahrscheinlich noch irgendwas und wenn wir da fertig sind, dann kann ich ja mal weitermachen hier mit der Story, ne? Aber fürs Erste würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder hier vor unserem Zimmer mit irgendeiner Nebenstory anscheinend noch und ja, dann geht's hoffentlich mal weiter in der Story, ne? Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und hoffe, ihr hinterlasst mal ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, um den Kanal weiterzuhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Tschüss, Sikowski.